Sabine, du bist ja auch Expertin in einem ganz anderen Gebiet als in dem du heute hier bist, und zwar HSB. Was genau ist das und wo finden wir da mehr drüber? Eine amerikanische Psychologin und Psychotherapeutin hat den Begriff geprägt in den 1990er Jahren. Highly Sensitive Person wird übersetzt als hochsensitive Person, aber auch als hochsensible Person, meint in ihrem Verständnis dasselbe, wird aber im deutschen Sprachraum auch manchmal unterschiedlich verwendet. Es geht darum, dass man über die fünf Sinne mehr Eindrücke aufnimmt und auch detaillierter verarbeitet und auch manchmal über die Übersinne, also hochsensitive spüren Energien stark, spüren, wenn dicke Luft ist zum Beispiel, sind oft bis ins Mediale begabt, sehr intuitiv, und das heißt, der viele Input, der reinkommt sozusagen auf die Biofestplatte, muss auch verarbeitet werden. Das heißt, HSB brauchen auch ihre Rückzugszeiten, brauchen auch wieder Zeit zum Verarbeiten, zum Abspeichern, zum wieder in den eigenen Space kommen, und wenn man so spielen möchte, wie alle spielen in dieser Leistungsgesellschaft, kann man sich leichter erschöpfen.